Auch hallo YouTube. So, jetzt beginnt nämlich die schöne Serie von Phasmophobia. Nur mit der Jim. Jim, naja. Nein, der nicht. Der hat uns verraten. Der spielt lieber Cold War. Gut. Verräter. nur mit mir und dem Tivan zusammen. Ich weiß nicht, können wir uns auch was Und? kaufen? Ne, wir sind arm. Was? Nee, wir sind arm. Nee, wir haben doch noch gar nichts. Wir haben doch noch nicht mal einen Job erledigt. Craften Farmhouse, Bleasdale Farmhouse oder Tanglewood Street. Also ich bin ehrlich zu dir, so von dem Gruselfaktor finde ich, Farmhouse klingt schon sehr, sehr gruselig. Wollen wir die Tanglewood Street? Schwierigkeit Anfänger, genau. Ein kleines, eineteiliges Drei-Schlafzimmer-Haus, Teamgröße 1. Wir holen Schatz, die Geg ich muss sagen, mir ist es doch eigentlich egal, weil ich bleib doch eh im Nein, bleibst du nicht. Ein kleines einetagiges Drei-Schlafzimmer-Haus mit einem Keller. Sie haben eine E-Mail von einem Freund erhalten. Er sagt, dass hier auf jeden Fall eine Art paranormale Aktivität existiert. Sehen Sie Ja. sich gründlich um und sammeln so viele Beweise, wie Sie können, für das Geisterentfernungsteam. Weitere Informationen bei Ihrer Ankunft. Gut. Okay, Kannst du eigentlich so. froh sein, dass wir nicht Ja. so wählen? Okay, ich habe es gewählt. Jetzt kannst du bereit machen. Ah, Und bereit. dann starten wir. Bereit. Wir sehen uns Oh drinnen. Gott. Ja, ich bin schon drin. Oh Gott. Haben wir überhaupt keine Ausrüstung? Doch, ich glaube, wir haben Ausrüstung. Optionale Ziele. Man hat ja die Standardausrüstung. Einige Missionen werden nur abgeschlossen, wenn sie wegfahren. Ja. Okay, Hey, wieso habe ich nur 98? Ja, jetzt nur 100. also ich weiß nicht, irgendwie scheinen wir keinen Ingame-Chat zu haben, oder? Lustigerweise bin ich noch draußen. Klar, komm, ich bin erst bei 90%. Ich sehe aber, dass du schon geladen hast. Ja. Ja, musst du alleine machen. Viel Spaß. Ja. Ha, Nein, ha, Spaß. okay, du Ich musst bin das gerade machen. in dir Also, erschienen. hier. Wow. Okay, Hallo? hier. Erstens, entdecke, um welche Art von Geist es sich handelt. Das schaffe ich. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Ja, gut, wir haben keine Räucherstäbchen. Kann man vergessen. Nee. Finden Sie Beweise für eine übernatürliche, für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes George Harris. Oder Georg Harris. George Harris, das Dieser. hat sich auch. Ja, könntest du aber bitte den deinen Namen gleich da drinnen nicht so oft sagen oder am besten gar nicht. Dieser Geist Meinst du scheint den nur George auf Harris? dieser Geist scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Ereignisse zu bekommen. Ziehen Sie oft das Journal zu Rate, zu Rat und vergessen Sie nicht, Ihre Beweise auf der letzten Seite zu notieren. Okay, folgendermaßen. Was nimmst du? Also, ich nehme einmal den EMF-Reader und die Kamera. Du hast die Taschenlampe dir geschnappt, ne? Wir haben leider zu Beginn nur eine. Nein, hattest du nicht. Okay, alles gut. Nee, doch, du hast die Taschenlampe, ne? Ich habe nur den. Oh Gott. Was hast denn du jetzt? Du hast die Geisterbox. Nimm mal bitte noch da das Buch. Ist wichtig. Wie lustig das aussieht. Aber am besten ist halt noch der hier, ne? Dan, 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 dan. Okay. Also, wie du siehst, im Haus ist nichts los. Es wurde ja auch gesagt. Ist das nicht das Haus, wo wir dieses Tutorial hatten? Ja. Soll ich jetzt mitkommen? Warte mal, eigentlich ist es blöd, wenn ich die Kamera jetzt schon mitnehme, oder? Nee, komm, wir gehen rein, wir gehen rein, wir gehen rein. Ich mache Okay, dann. Beweise. Beweisfoto. Sie geht rein. Wir bleiben draußen. Nein. Hast du jetzt ein Foto gemacht? Psst. Ich mache Beweisfotos, okay? Hier ist ein Schlüssel gewesen. Echt? Ja. Grüß dich. Meinst du, es ist wieder im Main Bathroom? Weiß ich nicht. Ah, hier ist Okay. das Buch. Ah, da war das Licht. Okay, gut zu wissen. Ach, war der hier drin, ja? Ja, hier war der drinne. Das war das Okay. Hauptbadezimmer. Das Warte, ist. ich kann ja mal fragen, oder ob er da ist. Nein, nein.
Bist du da? Kannst du. Keine die Antwort. Die Fragen sind übrigens, wo bist du? Wo Wie bist alt du? Bist du? Ey, hier liegt ein Smartphone. Echt? Wo? Da hat wohl jemand ein neues Handy. Wo bist denn du? Ich bin hier im Gaming-Zimmer. Also hier bleibe ich auch. Gaming-Zimmer. Bist du hier? Bist du da? Anscheinend nicht. Ja, die antwortet sowieso nur auf Menschen, die alleine sind, und dann muss das Licht aus sein. Bist du da? Nö. Was, das Licht muss aus sein? Mhm. Hast du Bock drauf? Bist du da? Naja, das Problem ist, ohne Taschenlampe hier rumlaufen ist halt komplett doof. Ne? Bist du da? Also hier in dem Gaming-Zimmer würde ich schon mal sagen, nö. Also ich habe auch gehört, dass, also was heißt nicht gehört? Ja, ich habe es auch gehört, aber ich habe auch im Tutorial hat er doch erzählt, dass die ersten 5 Minuten der Geist sehr inaktiv ist. Und dann, ja. Dann... Bist du da? Bist du hier? Melde dich. Gerne auch per Brieftaube. Gerne auch per Brieftaube. Oh mein Gott. Kur. So, also ich würde sagen, das ist das falsche Haus. Hier gibt es keine Geister. Können wir jetzt hier umfahren? Na, sag das nicht. Komm mal mit hier rein. Ich brauche Taschenlampe. Ja. Warum auch immer du die Taschenlampe bekommen hast. Weißt du, dass ich mich schon einfach viel, viel mutiger fühle, dadurch, dass ich weiß, dass du dabei bist? Und dass du derjenige bist, der wegläuft? Hier ist noch ein Badezimmer. Bist du hier? Garage. Okay. Nee, du läufst falsch. Ja, ich geh da hin. Komm mit. Warte, wir müssen die Kamera holen. Oder, nein, wir nehmen das MF. Warte, pass auf. Ich hab einen 200 IQ-Move. Ja. Als erstes machen wir einfach überall Licht an. Okay, das ist Hauswirtschaftsraum. Ja, und da geht's zur Garage. Okay. Er meldet Bist sich ja nur bei da? Leuten, die alleine sind. Oh, Gefriertemperaturen kannst du schon mal eintragen im Journal. Wieso? Hast du Atem? Weil es kalt ist. Ja, ich hab Atem. Ja, ich sehe es. Wieso hab ich keinen Atem? Weil du nicht so Schiss hast wie ich. Mal das Auto. Ah, okay, man kann das Auto ausmachen. Also, wenn du willst, hier ist ein Platz für dich. Was, wie? Ja, nee, rein. Frei. Ich versteck mich wohl im Schrank. Naja. Oh, hier ist nochmal ein Schlüssel. Kann ich Auto fahren? Nein. Du schaffst es ja nicht mal aus der Garage raus. Meinst du, der Geist wäre böse, wenn ich ein bisschen mit seinem Auto rumcruise? Ich komme gleich wieder. Ich hole nur kurz die Kamera. Sag mal Bescheid, wenn der IMF anspringt. Du könntest mich doch jetzt hier nicht allein lassen. Ja doch, siehst du doch, dass ich das kann. Kannst du aber fragen, ob er da ist. Oh, du folgst mir ehrlich. Okay, nein. So. Ich hab die Kamera schon. Ich komme wieder zurück. Okay? Jetzt muss ich ihm noch sagen, dass er... Schreib was ins Buch. Okay. Also sprechen tut er nicht, schreiben tut er nicht. Es kann auch sein, dass er gar nicht in der Garage ist, sondern... Also einer muss schon drinnen sein. Bist du da? Kannst du mal kurz das Melde Licht bitte anmachen? Dich. Kannst du bitte kurz das Licht anmachen? Warum? Damit ich die Kamera aufstellen kann. Okay. Also auf das Ding hier spricht doch nicht an. Oh, ich hab hier total... Ja? Was hast du? Warst du das? Was denn? Okay, ich bin mutig.
Ich lasse dich hier alleine. Nein. Okay, 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 okay. Was hast du jetzt da hingelegt? Das Buch. Nee, das die Kamera. Die Kamera habe ich hingestellt. Ah, okay. Okay. Ja, danke. 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 Das. Die Tür geht. Bist du da? Hoch. Nein, komm. Komm. Schreibe bitte ins Buch. Wir rauschen. Ja? Was? Bist du da? Machst du bitte die Tür auf? Danke. Ja, und? Also Buch nee, hat er. Buch ist leer. Ja, ist IMF ist bis jetzt auch noch nicht angesprungen. Okay, lass mal rausgehen. Komm. Ja, dann ist er doch nicht hier. Hä? Doch? Der muss hier sein. Warte mal. Das Problem ist, dass du die Taschenlampe hast und ich einfach gar nichts sehe. Wir müssen mal. Das Ärzte sein, was wir kaufen, oder? Aber wenn dieses Ding hier nicht anspringt. Weißt du wie? Das ist nicht. Das ist egal. Das ist ja keine Pflicht, aber dass es anspringt. Ich hab auf jeden Fall hier diesen Atem. Ja, das heißt Gefriertemperaturen. Das müssen wir dann gleich. George Harris, bist du da? Hör auf, seinen Namen zu nennen. Das ist nie eine gute Idee. George Harris, schreib ins Buch. Schreibe mir einen Liebesbrief. Von mir hat's ja keinen gekriegt. Oh! Was? Was denn? Nichts. Was nicht denn? Flackert. Hä? Ich hab's ausgemacht. Nein, draußen da, wo wir eben standen. Ach so. Meinst du, er ist in dem Vorraum und nicht in der Garage? Keine Ahnung. Wir gehen erstmal und gucken mal auf die Kamera. Also auf jeden Fall hier Friertemperaturen können wir auf jeden Fall schon mal eingehen. Ja. Okay, er hatte einen kurzen Ausschlag hatte er. Und siehst du schon was? Nö. So, erstmal Journal. So, gehen wir erstmal hinter. So, Beweis. Auf jeden Fall Gefriertemperaturen. Super. Gespenst, Phantom, Banshee, Mare, Dämon, Lurei, nicht erkannt. Okay, ach du Scheiße. Keine Geisterkugel, Gefrieratem. Okay. So. Aber was haben wir denn noch? Ja gut, mit den Räucherstäbchen können wir nicht machen, ne? Nee. EMF. Was ist der EMF? EMF ist das Ding, das ich da liegen lassen habe. Okay. Das schlägt aber auch aus, wenn er halt in der Nähe ist. Okay, er zeigt sich ja auch nur Leuten, die alleine sind. Also gib mir bitte die Taschenlampe. Ah, warte. Weil ich habe da keinen Bock, im Dunkeln alleine mit Geist zu sein. Warte. Die Taschenlampe liegt hier auf dem Tisch. Okay. Ich sollte mal die Facecam anmachen, oder? Bleibst du da? Ich nehme meinen ganzen Mut zusammen, okay? Genau, okay. Wir beobachten. Wenn ich dich rufe, kommst du bitte. Mit was denn? Ich habe keine Taschenlampe. Ohne Taschenlampe gehe ich nirgendwo hin. Hey, das Licht ist doch hier an. So, tschüss. Wir haben mittlerweile überall das Licht an. Ja, das kann aber auch ausgehen. Haben wir überhaupt noch hier irgendwas liegen? Ja. Hey, ich habe jetzt gar nichts mehr, außer dieses Ding hier. Da ist Licht drin in den Raum, Schatz. Ach so. Ach so, das bist du. Lol. Dein Ernst? Okay. Oh, Aktivität auf 2. Okay. Jetzt wieder auf 1. Ja, es hat das Licht ausgemacht. Echt? Ja. Ich bin alleine, schreibe bitte ins Buch. Ich bin alleine, schreibe bitte ins Buch. Jetzt kannst du mir einen Liebesbrief schreiben, mein Mann ist nicht dabei. Ja. So, ich mach den LKW zu, fahren, ne? Okay. Aktivität ist auf 2, wieder runter auf 0. Bist du hier? Nein. Deine Sanity ist bei 67. Die ist so eben hochgegangen, von 65 auf 67. Okay. Nein. Bist du hier? Aktivität 0. Was ist denn das für einer? Gibt's denn auch die Geisterart, ich bin ein Waschei?
Also ich sehe absolut nichts durch die Kamera. Jetzt, oh, 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 Vorsicht, Vorsicht, 4. Gut. Ne, 3, Aktivität 3. Oh Mann. Jetzt geht's hoch auf 5. Okay. Ich juck gerade in meine Nase. Er hat wieder ins Buch geschrieben. Da ist ja das andere Ding da angegangen. Nee, es ist nicht wieder was angegangen. Noch hat er ins Buch geschrieben. Ist der vielleicht oben drüber oder unten drunter im Keller? Das könnte ich mir noch vorstellen. Hä? Aber wieso macht er dann immer das Auto an? Der hat das einmal angemacht. Der Geist geht doch auch von Raum zu Raum. Die bleiben ja nicht fest im Raum. Ich will das Spiel spielen, nicht mal spielen. Wieso? Wer hatte diese Idee? Dreimal darfst du raten. Ach, du kommst schon wieder raus. Ja, aber oh, warte, ich habe das Licht angelassen. Ja, du hast doch drin in der Garage das Licht angelassen. Ja. Ich sehe übrigens, Divan in seinem Stream, ne? Also, falls ihr euch fragt, warum ich immer zur Seite gucke. Echt? Du guckst den Stream? Naja, ich hab ihn an. Geistaktivität auf 1. Bist du im Keller? Jo, ich spiele ein rundes Grad, komm runter. Ja, genau so. Oh, herrlich. Ey, ohne Witz, wenn irgendwie die Tür zugeknallt wird, dann kacke ich mich ein. Jetzt wusstest du die Taschenlampe. Ja, die funktioniert aktuelle dann aber auch nicht. Aktivität ist auf 0. Okay. Bist du jetzt im Keller? Nein. Ach, du bist in der Garage? Ja. Ach, in der Garage ist der Sicherungskasten. Ja. Ach, keine Ahnung. Okay, der hat auf jeden Fall gerade die Tür benutzt. Die hat die komplett verdreht. Kannst du in der Garage bitte das Licht ausmachen? Ich weiß nicht, ob ich in der Garage sein möchte. Du hast doch die Taschenlampe. Ja. Willst du sie mal nehmen und wieder in die Garage gehen? Aktivität auf 3. Okay. Oder auf 2. Auf 2 ist das. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Oh, ich sehe absolut. Schreibe bitte ins Buch. Bist du hier? Oh, jetzt gab es eine Aktivität von 4. Wie alt bist du? Wieder runter auf 2. Ja, ich habe das Licht wieder angemacht. Okay, gib mir mal die Box. Vielleicht möchte er. Achso, warte. Er hat gerade das Dings angefasst, ne? Die Tür. Hat er gerade zugemacht. Zack. Das Auto hat er auch angefasst. Aktivität wieder auf 0. Das Problem ist, du hast nur noch 52 Dings. Naja, danach bist du dran. Was? Ja, was machst du? Licht an, Licht aus? Entscheid dich mal. Ist es vielleicht gruselig? Also, ich tut mir leid, ich wollte nicht schreien, aber ist es vielleicht gruselig? Ah, wie geil. Toll. Bist du das, weil hier alles knackst und so? Du hast ja einfach reden da. Du wolltest doch jetzt rauskommen. Du läufst falsch. Nein. Du wolltest doch dieses Gerät jetzt hier mitnehmen. Wieso gehen wir nicht einfach wieder zusammen rein? Ja, weil er dann nicht reagiert. Ja, doch. Nein. Der ist 100 Pro im Keller. Also wollen wir jetzt mit mir zusammen in den Keller gehen? Oh, oh, oh. Licht flackert. Licht flackert. Licht flackert. Hilfe. Ja, 10. 10. 10. Achtung, Hilfe. 10. Mein Herzschlag. Mach die Tür auf. Ja. Ja. Die Tür ist zu. Die Tür auf. Die Tür ist zu. Er kommt. Mach die Tür auf. Bitte. Bitte. Mach die Tür auf. Gott, er kommt. Ja, ich muss ja schon mal zur Tür kommen. Ich kann ja nicht rennen. Okay, ich bin tot. Ehrlich? Ja. Ich bin tot. Er hat mich. Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Moin, du Kunde! Ich habe Fotos von ihm gemacht. Nimm mal bitte die Kamera. Ja, die Kamera brauche ich nicht. Alter, ich habe den hinter dir stehen sehen. Oh, krass. Toll, okay, das so, freut mich. Wir gucken mal ins Journal. So, haben wir das Foto? Ja, ja, toll, du hast schwarze Fotos. Du bist ja lustig. Das heißt, wir können ihn nicht fotografieren. Das ist ein Hinweis. Eigentlich dürfen wir jetzt nicht mehr miteinander reden. Weil ich bin tot. Ja.
Toll. Ach komm, das ist die erste Runde. Da können wir eine Ausnahme machen. Okay, okay. Er hat doch aber auf nichts reagiert. Er hat mich umgebracht. Was? Sie hat mich umgebracht. Er ist auf jeden Fall sehr gewaltsam. Okay? Er geht gegen Einzelne. Er hat weder Fingerabdrücke noch. Er hat nur Gefriertemperaturen. Das ist alles, was wir wissen. Er hat ja nichts. Doch, er bewegt was. Er bewegt was. Er bewegt was? Naja, er hat das Dings immer angemacht. Er hat keinen Geisterorb. Okay? Okay, also keine Geisterkugel ist ja das, ne? Genau. Kein Geister. Geisterbuch? Ins Buch hat er auch nichts geschrieben. Nee. EMF Ebene 5, meinst du, das wäre vielleicht? Nee, ist auch nicht ausgeschlagen. Oh, ist auch nicht. Hä, das ist aber ja, ich habe gehört, dass der von oben kam. Das haben wir nämlich komplett nicht, weißt du? Hä, es gibt doch keinen oben in dem Haus. Doch, oder? Nee, stimmt, stimmt. Was war die Geisterbox? Na? Willst du mal kurz reingehen? Ich glaube, er ruft dich. Nee, ehrlich. Nein, was waren die Geisterbox? Das ist dieser Sprachdings. Da hat er auch nicht reagiert. Ja, das ist halt die Sache, er reagiert ja nicht sofort. Fingerabdrücke, hast du die gefunden? Nee, Fingerabdrücke habe ich keine gefunden. Aber wie gesagt, es kann ja immer noch sein, dass es gar nicht die Garage war. Der ist wahrscheinlich einfach vielleicht wirklich im Keller gewesen. Hat einfach die Tür zugeschlossen und mich umgebracht. Okay, also ist auf jeden Fall jemand, der alleine Menschen mag. Hier, ein Banshee wird jeweils nur eine Person jagen. EMF 5, Gefriertemperaturen. Banshees fürchten das Kruzifix und sind weniger aggressiv in seinem Umkreis. Ja gut, aber der war ja... Banshee ist ein Jäger und wird alles attackieren. Es ist bekannt, seine Opfer zu stalken, bis es jemanden tötet. Schatzi, geh da mal raus, weil wenn du auch stirbst, dann ist vorbei. Ja, der hat die Tür zugemacht, ich kann nicht mehr. Okay, dann bist du jetzt auch tot. Guck mal, ob die Tür jetzt nochmal aufgeht. Die Tür geht auf. Da gab es einen, von dem man keine Fotos machen kann. Und ich glaube, das ist der. Oh Gott. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Das Hammer. Ja, sehr schön. Warte, Schatz. Warte, bitte nicht ohne wegfahren ohne mich. Nein, nein. Ich komme mit rein. Nee, mit rein. Ja. Okay. Ja, so. Der ist aber sowas von in der Garage wieder. Oder der will uns einfach nur in die Garage locken, damit er ein leichteres Spiel hat. Ha. Das ist eine gute Idee. Von ihm also. Was machst du da? Das sieht so aus, als würdest du mit der Nase versuchen, die Tastatur zu bedienen. Echt? Ja. So, warte mal, warte. Also. Man sieht aber nichts durch die Kamera. Warte. Durchwände gehen, bla bla. Ah, hier, es ist ein Phantom. Echt? Ja, aber der müsste einen Geisterorb haben. Wie gesagt, es könnte aber immer noch sein, dass es der falsche Raum ist. Dann hat er keine Fingerabdrücke. Ein Phantom ist ein Geist, der von den lebenden Besitzer greifen kann, meistens beschworen durch das Ouija-Board. Verursacht Angst in den Menschen um ihn herum. Senkt ihren Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Fotografieren Sie das Phantom, verschwindet es temporär. Ah, gut, es ist aber nicht verschwunden. Doch. Weißt du wieso? Das letzte Foto, was ich gemacht habe, danach ging die Tür wieder auf. Ich habe aber auch zwei Fotos gemacht. Ich habe aber nur ins Leere fotografiert, aber ich konnte die Tür dann wieder aufmachen. Okay, meinst du, es war schon zu spät, als er da war und ich versucht habe? Ja. Da würde ich mal stark von ausgehen. Deswegen ist wahrscheinlich auch meine Sanity so schnell gedroppt, ne? Ja. Okay, wollen wir mit Phantom versuchen? Ja, klar. Weil jetzt alleine reingehen ist halt irgendwie, wäre doof gewesen. Nee, also wenn ich jetzt alleine nochmal reingehe, dann bin ich tot. Also Phantom. Ja. Na gut, dann mach die Möhre zu und ab nach Hause. Phantom, so. Ja, das war der erste Auftrag. Mal gucken. Also bei mir steht auch unten bei dir noch Premiere, erster Stream auf diesem Kanal, Satisfactory. Echt? Ja.
Ist aber nicht so. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Einfach mal irgendwas geraten. Nee, war ein Mare. Oh, ey, aber immerhin 20 Dollar. Aufgabe 3 und Aufgabe 4. Ich nur 10. Echt? Wieso hast du 20? Ich habe Aufgabe 3.